Willkommen zurück zu Toadette's Treasure Tracker. Tja, die Suche nach Captain Toad geht weiter. Mit wenig Licht und vielen Geistern. Klingt sehr vielversprechend, ja. Mach dir nicht in die Hosen. Hast du überhaupt Hosen an? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Hast du Hosen an? Eigentlich nur ein Rock, ne? Gut. Ach, aber was heißt wenig Licht? Wir haben doch was auf der Birne. So, gucken wir mal. Was gefällt mir? Ich hatte schon die Hoffnung, da oben dran zu kommen. Ah, Geisterhäuser. Okay, hier war ein super Juwel. Sehr erfreulich, ja. Aber mehr gibt's hier doch nicht. Es ist ein Anfang. Wo geht's denn überhaupt lang? Also ich kann nicht so... umzingelt. Zum Glück sind die so blöd. Zum Glück sind die Buhus, wie Buhus eben sind. Sobald man ihnen den Rücken zudreht, gehen sie ab wie ein Zäpfchen, aber angucken stinkt ihnen. Nicht nur das Angucken, wir haben auch noch Licht in petto. So. Das ist jetzt eigentlich der einzige Weg, den ich noch erblicken konnte. Gut, das ist geschenkt. What the? Wie heißen die Viecher denn nochmal? Ich hab's mal gewusst, aber... Die haben auch einen ganz eigenen Namen. Geister. Nein, die haben einen ganz eigenen Namen. Das kann man drehen, aber ich gucke erstmal, wie es normal wäre. Mein Gott. Warte. Nein. Sind sie weg? Lass mich einfach durch. Ich habe das Superjuwel. Ihr könnt mir gar nichts. So, dann drehen wir trotzdem mal hier eine Runde. Das bringt uns herzlich wenig. Ist das jetzt was anderes, ja? Trotzdem muss ich die Großen loswerden. Schade. Hätte nicht viel gefehlt, dann hätte ich mich einfach fallen lassen können. Ich würde sie ja weglocken, aber... Gehen die so kaputt? Part. Dann nimm die Beine in die Hand. Okidoki. Wir haben die Superjuwelen, wir haben das Ziel, aber was war die Mission? Bestimmt alle Buhus, nein, Wonderpilz eingesammelt. Ah, wo hat der sich denn jetzt schon wieder versteckt? Was? Ein Tipp? Das ist ja ein sagenumwobener Tipp, der seinesgleichen sucht. Ein Wonnerpilz. Wo war denn da noch was versteckt? Ist das dein Ernst? Nee, bin halt schon... Ey, lass mich. Oh, ich hätte mich nur am Anfang umdrehen müssen. Ich habe mich am Anfang sogar umgeschaut ohne Ende, aber... Tja. So, drehen wir in die andere Richtung. Schneller geht's kaum. Also wenn man sich erstmal auskennt damit, dann ist dieser Level kein Problem. Gilt eigentlich für jeden Level in diesem Spiel. Also es geht ja nicht um Skill, es geht einfach nur ums Checken. Check your brain out. Ist dein Gehirn auch wirklich funktionsfähig? Finde es heraus. Okay, man braucht 55 Kristalle. Verdammt, wir haben alle. Finde ich aber gut, dass man nicht so durchrushen kann. Das ist auch keine so hohe Hürde. Trakadons Rache! Mensch, was soll das denn? Jetzt weiß ich jedenfalls, wie du heißt. Trakadon. Ich bin der Don. Trakadon. Radarazong, weg ist der Balkon! Ey, du hast Mundgeruch! Sei mal vorsichtig, ja? Ich will zurück. Da hoch. Das sah nämlich schon sehr verdächtig aus. So, was drehe ich denn jetzt damit? Mein Schutzschild. Damit auch? Kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Dann müssen wir irgendwie weiter. Trakadon.
Warum muss Toadette eigentlich schwerere Level machen als Captain Toad? Das ist ja richtig fies. Das bisschen Haus. So, warte. Da geht's irgendwo hin. Da kann doch nur... Thank you, man! Und weiter, oder ist dahinter noch was? Nein. Sieht nicht so aus. Sieht das so undeutlich aus? Richtig unscharf die ganze Zeit. Ups, bisschen falsch. Okay. Letztes Juwel irgendwie? Nein. Hey. Hey, da unten. Warum? Wie kommen wir schon dahin? Was ist denn das da unten? Tolle Wurst. Geh erstmal ganz schnell wieder. Oh, blups, ist er da. Ich hab natürlich was gedrückt. Dann mach ruhig Alarm. Dabei hatte ich es bis dahin noch richtig schön gelöst, muss man sagen. Warte, geht ja nicht um Zeit, ne? Steigt nicht weiter. Ich muss mich erstmal umschauen. Wo war das? Ah, ich verstehe schon. Hab's gerafft. Gut, alles einkassiert. Mission könnte vielleicht sein, lass dich überhaupt nicht treffen. Hätte ich wohl versagt, aber davor... Gar nicht so schlecht aus, aber ich mich kaum treffen lassen. Naja, bin aber trotzdem gestorben. Shit happens. Ich warte erst ein Momentchen, ja? Ne, mir gefällt der Level, aber hat was, hat was. Ah, ich warte mal ein Momentchen, der darf noch mal. Beeil dich bitte. Hat was für sich. Und los! Zeig, was in deinen kleinen Puddingärmchen steckt. Fast geschafft, Toadette! Voll auf die Irme. Auf die 12. Nom nom nom. Schöne Lava. Mag den Kontrast, sieht aus wie Gold, ne? Jeha! Ja, gelungen, gelungen, gelungen. Aber was war denn die Aufgabe jetzt? Keinen Schaden erleiden. Tja. Das ist ein bisschen blöd, weil ich bin ja so ein alter Hektiker. Kein Picknicker, ein Hektiker. Aber mal trotzdem zusehen, das wird schon funktionieren. Es wird schon funktionieren. Blub. Ist er doch noch aufgepluppt. Ja, da gehen wir das Ganze gediegen an, ne? Nimm dir Zeit und nicht das Leben. Wenn ich jetzt ganz schnell versuche, dann... Und dann sterbe, dann müssen wir uns noch mehr Zeit nehmen. Das bringt's ja nicht, deswegen... Ach, da ist ja ein Schutzschild. Warte, gehen wir gleich hier hin. Gerne nochmal. Ach, er brüllt. Der hätte ich in der Zwischenzeit schon. So wird's nämlich gemacht. Freunde der Nacht. Moment. Was zum... Mein Gott, dann nochmal. Da guckt man eine Sekunde nicht hin und dann passiert sowas. Ärgerlich. Und ich hätte einfach in den Korb weitergehen müssen. Naja.
Ich spiele doch gerne mit dir, mein Freund. Hm? Bist doch ein interessanter Burschi. Toadette! Rette Toadette! Ah, das war ein bisschen... Seht ihr, das meine ich! Jetzt war ich viel zu optimistisch. Ich will keinen Schaden erleiden. Sonst muss ich leiden. Mit meinen alten Rheuma leiden. Alles cool. Wir müssen da auf einmal... Ich wollte nur entkommen. Das ist eh nicht der Rede wert. Komm, wir haben's gleich, Digga. Nur die Ruhe. Wir haben ja keinen Zeitdruck, ne? Ich tue mir so, als hätte ich ein Zeitlimit. Ich bin geprieft von den alten, schweren Spielen. Von damals. Okay, damit wird's eigentlich schon gedeichselt, ne? Wenn ich jetzt nicht... blöd wäre und irgendwie loslass oder gleich von seinem Kadaver in den Warmbadetakte unten springe. Sollte die Mission jetzt mit Bravour erfüllt worden sein. Gell, mein schuppiger Kollege. Das sind aber auch HD-Schuppen, sage ich euch. Schönes Spiel, schönes Spiel, schönes Spiel. Obwohl, es ist pink, es ist nicht schön. Nein, es kann gar nicht schön sein. Leb wohl, Klutspitze. Zwischensequenz oder was, warum ich das auswählen muss? Gucken wir mal weiter. Was zum? Was macht er? Ich spiele jetzt den Fuzzi. Kann ich irgendwas machen? Weiß nicht. Eigentlich nur... Ne, hoch und runter kann ich ebenfalls. Nice. Kann ich einfach so bleiben, ne? Hoch, runter? Habe ich links, rechts? Nein, gar nichts. Ist das toll! Jetzt können wir uns mal ein bisschen wehren. Hier hat ja einen Spaß. Zerstörung! Tod! Wahnsinn. Schön, dass wir das geklärt haben. Das Rätsel der Rotationsruinen. Here I go. Rätsel. Ruinen. Ne, gib mal her. Ich verschaffe mir erstmal einen Überblick hier. Da haben wir eine Röhre. Alter, ich schwöre. Versteckte Münzen. Sehe zwei Superjuwelen. Wie drehen die sich denn? Euch, ah, die kann man kurzzeitig, ne? Oh je. Yeah. Mir schwant was Übles, ey. Ja, hätte ich mit den Rüben natürlich machen können. So unten der Graben bringt mir schon mal nichts. Nix. Oh, was ich da mache, ist auch ein bisschen doof. Rüben wachsen nach? Nee. Hm. Kann man nicht helfen? Ich gehe erstmal darüber. Das sieht sehr gut.
Skiller. Okay, reiner Zufall. Und wer ist eigentlich dieser Rainer? Aber egal. Jetzt können wir eigentlich zum Ziel. Wenn da nichts mehr sich verändert, eine Brücke einstürzt oder weiß der Teufel. Zum Ziel und das Ding einkassieren. Jump. Aber wo ist der letzte Brocken? Naja, ich würde mal in die Röhre gehen, ne? Das machen wir. Habe ich das schön gelöst? Das war die Antwort. Ey, yo, Brüder, lass mich doch mal wieder darüber. Gibt's doch nicht. Nice. Weiter. So klappt's. Dann muss ich hier einfach rüber. Yo, Toadette ist am Start und sie ist heute besonders hart. Eigentlich ist sie eher zart, aber heute ist sie hart, denn sie ist am Start. Und ziemlich behaart. Man sieht's nur nicht. Denn ihr Kerl ist ein kleiner Wicht. Aber das fällt nicht so ins Gewicht. Das ist seine Pflicht. Darauf ist er sehr erpicht. Wir haben ihn beim... ja, sonst was erwischt. Lass mich mal vorbei, ist gar nicht so einfach. Ui, ich falle. Nein, du gibst mir gefälligst einen Kristall sonst. Jawohl. Wir verstehen uns. Ich schnapp mir die nochmal. Für den Fall, dass die Mission irgendwas mit Münzen zu tun hat, hatten wir nämlich schon lange nicht mehr. Kassiere ich nochmal hier alles ein. Sammle 40 Münzen. Gut, dann können wir jetzt mal ohne schlechtes Gewissen, wenn wir es können... Alter. Zum Stern watscheln. Okay, die Welt war ja ziemlich klein. Die hat ziemlich groß ausgesehen, aber sie war und ist ziemlich small. Da freut sie sich, ne? Nein, Pink! Geheimen Goldpilz. Tolle Wurst. Aber inzwischen weiß ich ja, wie das Spiel so tickt. Ich muss nur irgendwas umdrehen oder so. Halt die Backen und mach weiter. Also in irgendeiner Ecke? Warte mal, kann ich vielleicht irgendwo noch her? Ist da unten... was ist das denn da eigentlich? Ich hab mal das Bedürfnis, einfach mal dahin zu laufen. Oder kann ich das... ändert das vielleicht was, wenn ich hier drehe? Jetzt kann ich dahin. Jawolski. Schön. Liegt auch schon richtig. Inzwischen kennt ihr den Weg, ne? Jetzt wisst ihr, spätestens jetzt wisst ihr, wie es gemacht wird. Erst den drehen oder den. Ist egal, die beiden müssen so sein. Ja, ist echt nicht schwierig. Wir können aber jetzt... achso, so holen wir den. Also den schnappen wir vorher, den nächsten Kram wieder umswitcht. Da ist sogar ein Kristall Ufenweg ist es. Richtig hässig. Warte mal. Hallo? Okay, wusste ich gar nicht. Hallo? Man sieht die Münzen, wenn man ins Gamepad schreit. Das heißt, schreit. Ein Geräusch macht. Sodle. Hätten wir das. Aber das war noch nicht das Ende der Fahnenstange heute, Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung. Es geht weiter! Ein Level wartet noch auf Toadette heute. Und der kleine Bonusquatsch, der da vorne aufgetaucht ist. Das machen wir mal eben. Mumienschanz im Labyrinth. Hä? Was? Was zum Teufel?
Ach, die folgen uns oder so? Ja. Es ist genauso wie die Schatten-Marios oder wie sie heißen oder Cosmic Mario. Nur ist der verdammt schnell. Geht denselben Weg wie wir. Ziemlich knappe Zeit. Ah, den gibst du mir noch. Und den da auch. Yes. Ach doch. Gefällt mir. Ist schön. Beep. Das sieht immer so aus, ne? Weil du hier den Stempel nicht direkt auf der Kante siehst. Wächter der Wackeltreppen. Du Wackeldackel. Oh mein Gott. Lol? Und wo geht's weiter? Ah, verstehe. Ich finde das Secret, bevor ich finde, wo es weitergeht. Ah, guck mal da. Secret würde ich jetzt nicht nennen. Es liegt da relativ. Also manche Superjuwelen sind ja schwer versteckt. Einfach die Kamera drehen, dann sieht man oftmals schon, wo der Hase läuft. Wo und warum der Hase läuft. Das, nee. Und da noch irgendwie weiter, warte mal, da ist was. Ja. Und schon ist der Fisch rasiert. Ja. Und zwar das äußerst gründlich. Müssen den aber noch abwatzen, sonst kommen wir da nicht rein. Obwohl, wir könnten einen Treffer einstecken. Aber das ist nicht mein Stil. Also war es vorhin noch, aber jetzt ist es nicht mehr mein Stil. Nein, nein, nein. Okay, tschüss, Mann! Puh. Ah, nee, man konnte doch nicht rein. Man muss den erst abwatzen. Da dreht sie sich. Round, round, baby, round, round. Und der geheime Goldpilz ist noch irgendwo versteckt hier. Es ist so schlimm. Ich denke so, yeah, ich hab's, alles gefunden. Und dann kommen die so, du hast was voll übersehen, Junge. Man muss eigentlich nur auf diese blöden Treppen achten. Das sind immer so richtig miese, fiese Verstecke. Mit Doppel-G, wenn wir schon heute beim Hessischen sind. Doppel-G-Verstecke. Da irgendwo drin. Warte! Ich gehe erstmal ganz hoch. Ne, wie komme ich schon ganz hoch? Und bash den. Ich habe nämlich das Gefühl, da ist vielleicht nicht nur das aufgegangen. Bums. Schön. Hätte ja sein können. Ah! Da sind wir doch. War das vorher auch zu? Soll mir recht sein. Wisst ihr, die Level sind nicht so groß. Es ist nicht wie wenn du eine Starcoin übersehen hast in einem 2D Mario oder dies, das, Ananas. Man kann einfach die Augen offen halten und jeden Zentimeter erkunden und dann hat man es früher oder später hat man es geschafft. Und das war der Wächter der Wackeltreppen. Schön. Das Spiel macht echt ordentlich Spaß. Daumen hoch oder Daumen runter. Die Let's Plays werden immer bunter. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Bis dann und ciao.